einen kurzen Überblick über die Absichten und Ziele der Initiative haben Sie nun bereits erhalten. Ich möchte diese Überlegungen gerne aus ökonomischer Sicht noch ergänzen und auch auf die Diskussion eingehen, die im Vorfeld unserer Initiative sich bereits und erfreulicherweise entwickelt hat. Unsere Initiative ist ein komplexes Vorhaben, das ist uns bewusst. Dennoch lassen sich die Ziele und Absichten der Initiative in wenigen Punkten zusammenfassen. Im Grunde geht es darum, die Geldschöpfung und auch den Prozess der Kreditgewährung so zu gestalten, wie die meisten Leute denken, dass sie funktionieren. Denn die meisten Leute meinen, das Geld komme von der Nationalbank und die meisten Leute denken auch, dass das Geld auf den Bankkonten nur ihnen gehört. Und die meisten Leute denken auch, dass Banken nur Geld zwischen Sparern und Investoren vermitteln und deshalb als Basis Spareinlagen benötigen. Doch das alles ist, wie aufgeklärte Menschen wissen, nicht die Realität. Aber genau das ist der Zustand, dass es so wird, wie die Leute meinen, es sei, das ist der Zustand, den wir mit der Initiative erreichen wollen. Was wollen wir konkret? Wir wollen, dass in Zukunft nur noch die Nationalbank Geld herstellen kann. Damit wird auch das Buchgeld auf den Bankkonten zu einem vollwertigen und gesetzlichen Zahlungsmittel. Einen kurzen Überblick über die Absichten und Ziele der Initiative haben Sie nun bereits erhalten. Ich möchte diese Überlegungen gerne aus ökonomischer Sicht noch ergänzen und auch auf die Diskussion eingehen, die im Vorfeld unserer Initiative sich bereits und erfreulicherweise entwickelt hat. Unsere Initiative ist ein komplexes Vorhaben, das ist uns bewusst. Dennoch lassen sich die Ziele und Absichten der Initiative in wenigen Punkten zusammenfassen. Im Grunde geht es darum, die Geldschöpfung und auch den Prozess der Kreditgewährung so zu gestalten, wie die meisten Leute denken, dass sie funktionieren. Denn die meisten Leute meinen, das Geld komme von der Nationalbank und die meisten Leute denken auch, dass das Geld auf den Bankkonten nur ihnen gehört. Und die meisten Leute denken auch, dass Banken nur Geld zwischen Sparern und Investoren vermitteln und deshalb als Basis Spareinlagen benötigen. Doch das alles ist, wie aufgeklärte Menschen wissen, nicht die Realität. Aber genau das ist der Zustand, dass es so wird, wie die Leute meinen, es sei, das ist der Zustand, den wir mit der Initiative erreichen. Was wollen wir konkret? Wir wollen, dass in Zukunft nur noch die Nationalbank Geld herstellen kann. Damit wird auch das Buchgeld auf den Bankkonten zu einem vollwertigen und gesetzlichen Zahlungsmittel. Und damit wird auch erstmals dieses Geld vollständig sicher. Denn im heutigen System beruht die relative Sicherheit unseres Geldes immer noch auf zwei Notbehelfen, nämlich einerseits auf der gesetzlich vorgeschriebenen Einlagensicherung, welche allerdings mit 6 Milliarden absolut ungenügend ist, und andererseits auf den zwar informellen, aber doch wirksamen Staatsgarantien für die Banken. Mit dem Vollgeld werden die Sichtguthaben bei den Banken erstmals aus sich selbst heraus vollständig sicher. Zweitens, wir wollen, dass die Banken weiterhin die zentrale Rolle bei der Kreditvermittlung spielen. Wir wollen die Banken keineswegs verstaatlichen. Aber wir sind dagegen, dass die Banken mit der Kreditgewährung gleichzeitig Geldschöpfung betreiben. Die Folgen dieses Vorganges sind zwar nicht offensichtlich, aber dennoch sehr gefährlich. Wir wollen auch, dass der Gewinn aus der Geldschöpfung vollständig und direkt der Allgemeinheit zugutekommt. Diese zu erwartenden Gewinne sind nicht unser primäres Ziel, aber sie sind eine erfreuliche Folgeerscheinung unserer Initiative. Die Gewinne aus der Geldschöpfung werden es erlauben, die Steuerzahler etwas zu entlasten, Staatsschulden abzubauen und die Sozialwerke zu unterstützen. Die zu erwartenden Größenordnungen hängen von verschiedenen Rahmenbedingungen ab. Sie bewegen sich aber auf jeden Fall in Milliardenhöhe. Wir können dazu keine kommagenauen Prognosen vorlegen, aber immerhin belegbare Modellrechnungen. Wir lassen auch bewusst offen, wofür diese Mittel verwendet werden sollen. Aber aus unseren Augen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass diese Gewinne der Allgemeinheit gehören sollen. Schließlich wollen wir eine Diskussion über die Rolle des Geldes in Gang bringen.
die eingangs erwähnte Situation, dass die meisten Leute ein falsches Bild von unserem Geld- und Bankenwesen haben, ist gefährlich und undemokratisch. Ob das Volk über diese Zusammenhänge bewusst im Unklaren gelassen wurde oder ob das historisch einfach so entstanden ist, wollen wir an dieser Stelle offen lassen. Aber so kann es nicht weitergehen. Die anhaltende und noch nicht ausgestandene Finanzkrise zeigt, dass hier noch viel Arbeit zu leisten ist. In diesem Sinne wollen wir einen Beitrag zu einem besseren Verständnis unseres Geldsystems leisten. Ganz im Sinne und in der Richtung der Vorschläge des Nobelpreisträgers James Buchanan. Was erwarten wir von einer Vollgeldreform? Unsere Initiative wird oft fehlinterpretiert. Das hängt auch damit zusammen, dass sie in viele Bereiche der Gesellschaft ausstrahlen wird. Aber damit ist selbstverständlich nicht gemeint, dass eine Vollgeldreform alle Probleme lösen würde. Aber für viele aktuelle Fragen ist sie die Voraussetzung für bessere Lösungen. Die Auswirkungen eines Vollgeldsystems wurden in einer Studie des IMF untersucht und diese kam zu sehr positiven Schlussfolgerungen. Sie sehen sie auf der Folie. Zu jedem dieser Punkte könnte man sehr viele Ausführungen machen. Es sind für die Entwicklung einer Wirtschaft und einer Gesellschaft offensichtlich sehr wichtige Themen, die sich auf alle Menschen direkt oder indirekt auswirken. Es geht um die Sicherheit des Finanzsystems, um die Arbeitsplätze in der Finanz- und in der Realwirtschaft, um einen stabilen Geldwert und um Verteilungsgerechtigkeit innerhalb eines Landes. Es geht um sehr viel. Und in all diesen Bereichen hätte eine Vollgeldreform positive Auswirkungen. Von daher überrascht es, dass die meisten Kritiker der Vollgeldidee bisher nur auf Nebenaspekte eingegangen sind und die großen Chancen dieser Neuordnung noch nicht zur Kenntnis genommen haben oder noch nicht zur Kenntnis nehmen wollten. Wie kommt neues Geld in Umlauf? Die Initiative sieht drei Wege vor, wie das neue Geld in Umlauf kommen soll. Im Grundmodell wird empfohlen, neues Geld schuldfrei, das heißt ohne Zins und ohne Rückzahlungsverpflichtung dem Bund oder den Kantonen zukommen zu lassen. Dieser neue Einnahmenposten des Bundes oder der Kantone hat nichts mit den bisherigen Gewinnausschüttungen der Nationalbank zu tun. Und wichtig ist auch, dass diese Beiträge oder Beträge nicht von den Wünschen der Finanzpolitik bestimmt werden, sondern von der Nationalbank, die damit, wie bisher auch, primär geldpolitische Ziele zu verfolgen hat. Als Variante wäre auch denkbar, dass die Grundversorgung der Wirtschaft mit neuem Geld über eine direkte Verteilung an die Bevölkerung erfolgt. Das ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber es wäre nichts Neues in der Geschichte und wird heute in ähnlicher Form bei der CO2-Abgabe bereits praktiziert. Damit würde der Geldschöpfungsgewinn direkt beim Bürger anfallen. Als dritte Variante, und diese ist besonders für die Feinsteuerung und auch für eine allfällige Reduktion der Geldmenge von großer Bedeutung, als dritte Variante hat die Nationalbank die Möglichkeit, den Banken weiterhin Darlehen zu gewähren. Hier können die gleichen Instrumente wie bisher eingesetzt werden. Und mit den Zinsbedingungen kann die Nationalbank diesen Prozess auch feinsteuern. Außerdem bleibt die Nationalbank auf diese Weise immer sehr eng in Kontakt mit der Wirtschaft und erhält so auch die notwendigen Informationen über die Bedürfnisse der Märkte. Immer, wenn eine neue Idee in die Diskussion gebracht wird, kommen natürlich schnell Fragen zur Umsetzbarkeit auf. Die Initiative beschränkt sich bewusst auf grundlegende Fragen und gibt die Richtung vor. Und vieles bleibt dem Gesetzgeber überlassen. Aber dennoch lassen sich einige Punkte schon heute festhalten. Für den normalen Bankkunden ändert sich nicht viel. Selbst seine Kontonummer wird er vermutlich behalten können. Sein Geld wird neu von der Bank, aber nur noch treuhänderisch und außerhalb der Bankbilanz verwaltet. Und die Bank kann das Geld auf diesen Konten nicht für Kredite ausleihen. Auf diesen Zahlungsverkehrskonten werden wohl, so wie das heute auch in den meisten Fällen der Fall ist, da werden Gebühren belastet werden. Wenn der Bankkunde einen Zins haben möchte, so kann er sein Geld der Bank auf einem Spar- oder Anlagekonto oder unter welchem Titel auch immer anlegen.
Diese Mittel kann die Bank dann für ihre Geschäfte und für das Kreditgeschäft verwenden. Größere Änderungen werden sich jedoch im Verhältnis zwischen Zentralbank und Banken ergeben und auch im Zahlungsverkehr werden Anpassungen notwendig sein. Aber das sind technische Fragen, die alle lösbar sind und deren Kosten man den großen gesamtwirtschaftlichen Gewinnen aus einer Folgereform gegenüberstellen muss. Selbstverständlich stellt sich auch die Frage, ob es möglich ist, dass die Schweiz in einer international so stark verflochtenen Welt einen Alleingang machen könnte. Welche Probleme könnten dabei entstehen? Grundsätzlich ist es dem Ausland gleichgültig, wie die Schweiz ihre Franken herstellt, beziehungsweise wodurch der Schweizer Franken gedeckt wird. Entscheidend ist, dass auch das Ausland darauf vertrauen kann, dass die Nationalbank eine gesunde Geldpolitik betreibt. Das heißt, eine Geldpolitik, die im Wesentlichen auf einen stabilen Geldwert ausgerichtet ist. Ein Problem könnte allenfalls in einem erneuten Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken bestehen. Denn wenn das Ausland und die Finanzmärkte erkennen, dass der Schweizer Franken noch sicherer wird, könnte dies die Nachfrage nach Schweizer Franken fördern. Das ist ein mögliches Szenario. Aber es wäre nichts Neues im Lande und auch ein anderes Ereignis, wie zum Beispiel eine erneute Euro-Krise, könnte den gleichen Zustrom ausländischer Gelder bewirken. Die Nationalbank kennt diese Problematik und hat Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Es ist auch zu erwarten, dass die internationalen Finanzmärkte genau hinschauen, was die Nationalbank tut. Aber wir sind überzeugt, dass mit einer guten Kommunikation die negativen Effekte sich in engen Grenzen halten werden. Denn die Einführung des Vollgeldes braucht eine längere Vorlaufzeit und die Märkte können sich darauf einstellen. Es ist erfreulich, dass die Diskussion über unsere Initiative schon begonnen hat. Avenir Suisse und einzelne Ökonomen haben sich dazu in den letzten Monaten bereits geäußert. Auch wenn sich diese Autoren skeptisch bis ablehnend zu unseren Ideen gestellt haben, so ist auch interessant, dass sie unseren wichtigsten Punkt, nämlich die Kritik am fraktionalen Reservesystem, teilen. Uns scheint, dass die meisten vorgetragenen Argumente gegen das Vollgeld entweder auf Missverständnissen beruhen oder eher untergeordnete technische Aspekte betreffen. Darauf kann ich an dieser Stelle nicht im Einzelnen eingehen, aber eine ausführliche Stellungnahme zum Beispiel zur Studie von Avenir Suisse, diese finden Sie auf unserer Homepage. Aber zu einigen Punkten der Kritik möchte ich bereits an dieser Stelle etwas sagen. Die heutige Form der Herstellung des Geldes wird zum Beispiel von Avenir Suisse als Ausdruck der Vertragsfreiheit verstanden. Wenn Geschäftsbanken durch die Vergabe von Krediten an ihre Kunden Geld schöpfen, ist dies kein Privileg, sondern Ausfluss der allgemeinen Vertragsfreiheit. Niemand muss für eine in Schweizer Franken denominierte Forderung gegen seinen Willen eine Banküberweisung annehmen. Zitat Ende. Diese Vorstellung ist juristisch vielleicht korrekt, aber meines Erachtens völlig weltfremd und geht an der Realität vorbei. Im heutigen Wirtschaftsleben sind wir doch alle auf die Verwendung von Buchgeld angewiesen. Die Banken und auch der Staat, der ja auch will, dass wir unsere Steuern bargeldlos, das heißt mit einem nicht gesetzlichen Zahlungsmittel bezahlen, haben in den letzten Jahren alles dafür getan, dass das Bargeld immer mehr durch das Buchgeld verdrängt wird. Diese Situation, dass das meiste umlaufende Geld gar kein gesetzliches Zahlungsmittel ist, diese Situation wird immer absurder und ist unseres Erachtens unhaltbar. Und die Entwicklung geht weiter. Immer mehr werden neue Zahlungsmittel ins Spiel gebracht. Stichworte dazu sind Bitcoins, E-Geld. Diese Gelder könnten auch von großen nationalen oder internationalen Firmen in Umlauf gebracht werden. Und es ist offensichtlich, dass hier ein Regelungsbedarf besteht, um die Geldmengenkontrolle zu gewährleisten. In Artikel 99 Absatz 3 haben wir dieses Thema aufgenommen und uns ausdrücklich dafür ausgesprochen, dass andere Zahlungsmittel zugelassen sein sollen,
aber nur solange das mit dem gesetzlichen Auftrag der Nationalbank vereinbart werden kann. Ein weiterer grundsätzlicher Einwand geht in die Richtung, dass die Nationalbank in einem Vollgeldsystem zu viel Macht erhalte und die Nationalbank gar nicht über die notwendigen Marktkenntnisse verfüge, um die richtige Geldmenge zu bestimmen. Dazu ist Folgendes zu bemerken. Zunächst zur Macht der Nationalbank. Heute liegt die Macht zur Geldschöpfung bei den Banken. Diese verfolgen dabei aber ihr Eigeninteresse und das ist für eine Privatunternehmung normal und nicht zu kritisieren. Aber die Steuerung der Geldmenge und die damit verbundenen Ziele sind von gesamtwirtschaftlicher Bedeutung und das kann man nicht dem profitorientierten Bankensystem überlassen. Es ist für uns selbstverständlich, dass die Nationalbank unabhängig und allein ihrem gesetzlichen Auftrag verpflichtet sein sollte. Über die Formulierung dieses Auftrages und die Wahl der Verantwortungsträger kann die Politik Einfluss nehmen auf die Nationalbank, auch die Geldpolitik ist nachher allein Sache der Nationalbank. Stichwort Marktkenntnisse der Nationalbank. Die Initiative sieht verschiedene Wege vor, das neue Geld in Umlauf zu bringen. Ich habe es eben erweitert. Eine davon ist die Gewährung von Darlehen an die Banken. Das heißt, die Banken melden ihren Bedarf, den sie nicht über eigene Mittel finanzieren können oder über Spargelder. Diesen Bedarf melden sie bei der Nationalbank. Diese stellt zusätzliches Geld als Darlehen zur Verfügung und kann über die Festlegung der Darlehenshöhe bzw. der Zinsen die Nachfrage fein und mit ihren bisherigen Instrumenten steuern. Das heißt, das Wissen der Banken über den Markt kann auch auf diesem Weg, ganz abgesehen von statistischen Erhebungen, in die Aktivitäten der Nationalbank einfließen. Ein dritter zentraler Einwand geht dahin, dass man auf dem bisherigen Weg weitermachen soll. Mehr Regulierung, insbesondere mehr Eigenkapital, ist hier der zentrale Vorschlag. Selbstverständlich unterstützen wir auch die Bestrebungen, dass die Banken mehr Eigenkapital haben sollen. Aber wenn man die Diskussion verfolgt, so sieht man, wie kompliziert und umstritten das Ganze ist. Es wird bereits als voller Erfolg gefeiert, wenn unsere beiden Großbanken ein hartes Eigenkapital von 4-6% anstellen. Doch es gibt ernstzunehmende Stimmen, die für das harte Eigenkapital einen Prozentsatz von etwa 30% fordern. Von einer Lösung sind wir also noch sehr, sehr weit entfernt. Es kommt hinzu, dass gerade in einer Bank die Liquidität das zentrale Thema ist. Das wird mit einer Eigenkapitalquote nicht gelöst. Auch die amerikanische Bank Lehman Brothers hatte Tage vor ihrem Untergang mehr Eigenkapital als gesetzlich verlangt. Es hat nichts geholfen, die Bank ist untergegangen. Natürlich kann man auf dem bisherigen Weg weitergehen und versuchen, die Symptome zu bekämpfen und die Folgeschäden zu begrenzen. Aber wir bezweifeln, dass dieser Weg einfacher und zielführender ist als eine Vollgeldreform. Damit komme ich zum Schluss. Mit der Vollgeldinitiative wollen wir das Wirtschaftssystem nicht umkrempeln, wie die NZZ anfangs Jahr geschrieben hat. Die Vollgeldinitiative ist ein logischer Schritt. Nachdem vor über 100 Jahren die Nationalbank das Monopol für den Druck von Banknoten erhalten hat, ist es an der Zeit, dieses Monopol auch auf das elektronische Geld auszuweiten. Wohl niemand in der Schweiz möchte, dass einzelne Kantone oder Banken eigene Banknoten ausgeben. Und weshalb soll das beim elektronischen Geld anders sein? Das elektronische Geld ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wichtiger geworden. Es ist daher logisch, wenn die Verantwortung auch für dieses Geld der Nationalbank übertragen wird. Denn wenn der Bund auch im elektronischen Zeitalter für das Geldwesen zuständig sein soll, so wie es die Verfassung eigentlich vorschreibt, dann kann man es nicht dulden, dass an seiner Stelle private Banken dieses Geld herstellen. Und dieses letzte Zitat zeigt auch, dass wir mit diesen Überlegungen hier in der Schweiz nicht allein sind, sondern dass auch international es entsprechende Bewegungen gibt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.